Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart, aber was du sagst, klingt besser. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Hey, fass meine Marken nicht an. Möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken! Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie! Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz! Er sollte etwas gegen diese... negativen Gefühle tun. Rauf hier! Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Nett.
Das ist schon auf. Er ist leer. Hi. Erschreck mich nie wieder so. Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Nette Brechstange. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Bis später. Ja. Erinnert mich an das letzte Mal, als ich die Grippe hatte. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Mist! Es muss... Tropfnass.
1968, 1974, oh, 1977. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Wow! Da ist was im Chrono, John. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ich benutze das Chrono John. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also,
Nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Aha, geh da weg. Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab. Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Das kann ich nicht nehmen.
Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen chromfarbenen Roboteradler darauf haben? Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin viel unterwegs. Ah, die Straße. Warte mal. Was ist das für ein Lärm? Hey, das ist die Straße. Sie ruft nach dir. Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium. Daher danke. Nein. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden. Aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den habe ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Oh nein! Ich hab's verlernt. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Ich bin ein Versager. Sag das nicht, Ned. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben.
Ich glaube, das könnte etwas werden. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui! Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Mein Name ist Hogi. Wie das Butterbrot? Wie drollig. Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats.